eine Beichte vorab. Mir haben bisher große Kostüme, viele Perücken, viele Pferde eher Angst gemacht. Wahrscheinlich der Traum von jedem Mädchen, mal in so ein Kleid gesteckt zu werden. Meine Lieblingskostüme sind alle meine Kostüme. Das sind die neuesten Schnitte. Paris, Mailand, St. Petersburg. Ich habe alles eigens für dich ausgesucht. Gabriella Reumer, die Kostümbildnerin, gab es schon, bevor es überhaupt irgendwen anders gab. Das ist für mich das wichtigste Projekt, was ich gemacht habe. Das Kostümdepartment hat natürlich einen riesigen Platz eingenommen. Dadurch sind irgendwie ganz persönliche und einzigartige Looks entstanden. Perif, kannst du mir für einen Junge 35? Wir hatten so Schnürstiefelchen oder so, ne? Ah ja, die sind aber nicht schlecht. Was für Größe ist das? Ich glaube, doch 35. Oh cool, dann nehme ich die. Ja. Danke. Die ersten Kostümproben, die haben irgendwann im Frühjahr stattgefunden. Und das Tolle an der Arbeit war, dass man einerseits seine eigenen Ideen mit einbringen konnte, aber dass die irgendwie nicht nur gesehen und aufgenommen wurden, sondern die wurden auch nochmal weiterentwickelt. Und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, man wird so mit einbezogen und alle sind einfach nur daran interessiert, irgendwie diese gemeinsame Vision von diesen Menschen zu schaffen. Wir ziehen nicht in diesen Krieg. Das ist Habsburgs Haltung. Eine Einmischung, egal auf welcher Seite, ist eine Verschwendung von Geld und Leben. Ich habe etwas anderes mit unserem Reich vor. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass diese Kostümbase eigentlich wie so ein riesiger Theaterfundus ist, weil ja auch so viele Komparsen ausgestattet werden mussten. Und es kamen zum Teil Kostümteile aus Amerika, von Gangs of New York, und es war ein riesen Sammelsurium, man konnte sich da auch echt verirren. Es war so sehr wuselig und sehr lebendig, wie so ein Märchenpark. Man hat einfach gesehen, okay, diese Welt wächst und wächst und wächst. Jedes Kostüm war aufregend und diese Halle war halt voll. Und immer wenn ich kam, habe ich sogar wieder gesagt, ich brauche jetzt mal eine Viertelstunde, um mir das hier alles noch mal anzugucken, was an neuen Kostümen dazu gekommen ist. Dann verschwindet sie kurz im Fundus und kommt nach 5 Minuten mit 10 verschiedenen Schals zurück. Und dann wird das hier dran gehalten. Man hat auch ein bisschen so Mitbestimmungsrecht. Das ist einfach so große Kunst, dass man demütig ist, diese Kleider zu tragen. Und dass sie halt dann trotzdem so offen ist, dass man die Figur miteinander findet und eben auch sagen kann, das ist jetzt nicht so oder lass uns mal das probieren. Das macht es so spannend. Jetzt kommt die Ludovica. Sieht ganz toll aus, Herde. Da gab es nebenan noch eine Schneiderei, in der Schneiderinnen und Kostümbildnerinnen in diesen Kreationen gewerkelt haben. So viele Schuhe. Eine Kaiserin darf kein Paar Schuhe zweimal anziehen. Sie werden jeden Tag entsorgt. Das ist Verschwendung. Das ist Schönbrunn. Ich habe für kein Projekt so viele Kostümproben gehabt wie für dieses. Weil es ja alles maßgeschneidert wurde. Da ist wirklich mit Hingabe und Liebe fürs Detail gearbeitet worden. Ich habe Gabriella auch zum ersten Mal getroffen und das war sehr toll, die Arbeit, weil sie quasi aus den Charakteren heraus unsere Kostüme entwickelt hat. Danke, dass Sie alle hier sind. Ich habe etwas zu verkünden. Ich möchte eine junge Dame um Ihre Hand bitten. Es muss jetzt mal raus. Die Babys müssen alle in die Welt und es muss leben. Und dann sieht man, ob es funktioniert. Weil hier ist es alles so viel im Kopf. Ne? So. Und man sieht es erst, ob es gut ist, wenn es auch wirklich lebt. Das war mein allererster Kostümfilm, der im 19. Jahrhundert spielt. Das heißt also das erste Mal mit solchen ausschweifenden Kleidern. Das Tolle an Gabriella ist, sie ist unglaublich ruhig und ausgeglichen und freundlich. Sie hat mir
extrem dabei geholfen, diese Rolle zu verkörpern. Und dafür bin ich ihr sehr dankbar. Gräfin Leontine von Apafi aus dem weit entfernten Siebenbürgen. Ihr Französisch ist exzellent, eine erstklassige Vorleserin. Alle Kostüme, die sie für Elisabeth, aber auch für alle anderen Rollen angefertigt hat, treffen die Essenz der Charaktere so gut und so vielschichtig. Absolut. Kathi und Florian und alle wollten immer sagen, mach was du willst, sei bunt, sei stark. Ich fand es nur in diesem grünen Park oder was es dann ist. Das mit dem gelben Jäckchen ist super. Und das hat mich dann natürlich auch ermutigt, anders zu sein. Ich bin eine der Hauptnutznießerinnen der Kostüme, glaube ich. Ich betrachte mich selbst oder ich betrachte Esterhazy so ein bisschen wie eine Undercover Vivian Westwood am Schönbrunner Hof. Bitte hören Sie auf, ich kriege keine Luft. Dann sitzt es richtig. Dann gehe ich spazieren. Ich brauche Luft. Aber nur in einem vernünftigen Kleid. Wiebke war so der absolute Inspiration. Oder eine Frau, die fast 2 Meter groß ist und so eine Stimme hat. Und es ist so, wow, man kann ganz viel machen aus ihr. Das war wie Zeichnen bei Wiebke. Das funktioniert alles. Die Dreharbeiten standen kurz bevor und wir wussten, dass wir relativ parallel drehen, 2 Regisseure. Und wie schaffen wir, dass wir alle den gleichen Film sozusagen machen? Es war so, dass wir uns die Folgen aufgeteilt haben. Ich mache Folge 1, 2 und 5, Florian 3, 4 und 6. Wir Telich auf Karl beginnen, in der Dollyfahrt, links, rechts, dagegen die Kutsche rechts, links reinkommt und bestenfalls auf die Position, die vereinbart ist, stoppt und wir im Fenster euch sehen. Bam, Schnitt, next. Sehr gut, Philipp. Lass dir dann noch mehr Zeit, wenn du, bevor du dann abgehst. Florian arbeitet ein bisschen mehr aus dem Kopf und Katrin mehr aus dem Bauch. Und beide haben aber ein totales Gespür dafür, wo die Reise hingehen muss, wo eine Szene hingehen muss. Es war wahnsinnig aufwendig. Wir haben ja alles in Bayern gedreht. Noch mehr in der Region Oberfranken und die Dichte an wunderschönen Barockmotiven ist riesig. Das Hauptmotiv Pommersfelden war natürlich ein Glücksgriff, dass es so ein Schloss gibt, was eben bei uns das Schönbrunn von außen auch ist. Sowas ist einmalig. Das war sehr besonders, in diesem Schloss zu drehen, was ja 1710 erbaut wurde und da herrscht auch einfach eine Energie und die spürt man auch. Interagiert natürlich die Größe und die Höhe und das Gefühl von Macht, was sich auch in den Kostümen widerspiegelt. Eigentlich das Spannungsfeld zwischen der Leichtigkeit des Tragens und der Schwere der Ausstrahlung, was Macht ja immer mit sich bringt. Die Schlösser, das ist alles ziemlich schwer und trübe Farben. Und dann ist der Wunsch, dass wir Farbe reinbringen und dass wir auch immer farbige Akzente reinbringen. Gott, Lieblingskleider. Ich liebe sie alle, ehrlich gesagt. Ich habe sehr viele tolle Kostüme. Die Schuhe hier. Würde ich auch privat tragen. Es war schon ein Running Gag, weil wir voreinander immer standen und gesagt haben, also ich glaube, das ist mein Lieblingskostüm jetzt. Ja. Und dann wurde das immer noch getoppt und getoppt. Das kann nicht sein. Wir hatten doch noch eine weitere Tour dabei. Das wird nicht darauf ankommen, was du trägst. Natürlich kommt es darauf an, das ist der Kaiser von Österreich und morgen ist sein Geburtstag. Den zweiten, den Doppelnerz. Der Habsburger Doppelnerz. Das, was Elisabeth am Anfang der Show anhat, ist das Nachthemd und dieser wunderschöne blaue Samtmantel. Das bringt die Figur so auf den Punkt. Sie ist im Herzen einfach wild und frei. Ich will einen Mann, der meine Seele satt macht. Verstehst du? Mein Verlobungskostüm, da sah ich aus wie so ein knallbuntes Geschenkpapier. Das war einfach cool, weil ich so ein Hingucker war. Es ist ein Glück, dass unsere Kleider rechtzeitig angekommen sind. Es gibt ein Kostüm, das ich trage, wenn die Esterhazy in Ungnade fällt. Sie brauchen eine neue Aufgabe. Das ist mehr als eine Bekleidung. Man sieht aus da drin wie ein ausgefranstes, zernagtes Insekt. Noch schillernd, aber auch schon marodierend, irgendwie schon zerfallend. Schicken Sie mich nicht weg. Nicht nach Bayern.
Für mich war es schön, dass wir ihn eben auch mal in zivilerer Kleidung zeigen oder in einem Alltagslook, das uns irgendwie die Chance gegeben hat, ihn irgendwie auch immer anders zu zeichnen, weil man da versteht, okay, der ist im Vergleich zu seiner Mutter oder seinem Bruder, die mehr so eine Fashion-Police sind, sehr eher schlichter gekleidet und zurückhaltender. Philippis Uniform ist blau und er ist ganz dezent. Also. Maxi, ja, Maxi ist cool. Maxi ist lebendig, ja. Er ist ja wieder verrückter Geist, ne? Das Kostüm, was ich in der Grotte trage, da ich eine wunderschöne, ewig lange Schlaghose tragen durfte mit hohen Schuhen, einem wunderschönen weiten Hemd und einer Muschelkette. Wo Elisabeth vor das Volk tritt und die Tore der Habsburg öffnen sich, hat sie so ein ganz royales, schwarz-weißes Kostüm an. Also für diese Abreise ist klar, ne? Oder? Ja. Ist auch dann klarer, dass es eine Abreise ist, ja. Weil das andere sieht eher so. Ja. Das passte irgendwie so gut zu dieser Stimmung. Elisabeths Kleid für die Gießerei in einem wunderschönen Blau hatte unten drunter einen krass gelben Unterrock. Das ist ein Petticoat, der kommt auch nur drunter, ne? Also unter einem Kleid. Dass wenn man dann läuft, dass man dieses Gelb so raus... Das ist nur ein Unterrock. Ja. Und dann war ich total begeistert, als wir eine Szene gefunden haben, wo sie ein Ei trinken soll und einfach in diesem Unterrock da steht und sich die Farbe dieses Eis mit dem Rock zu so einem Bild zusammenfügt. Diese Reise über dieses Jahr war so für mich echt... Ich habe echt gewonnen. So jetzt nach einem Jahr Arbeit, es geht mir wunderbar, ehrlich gesagt. Wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und man nach so einem Projekt sagen kann, es war keine verlorene Lebenszeit, das ist schon sehr viel wert. Ich glaube, die Zuschauer von The Empress bekommen brillante Dialoge, bekommen eine Hauptdarstellerin, die eine Sensation ist, die eine Deckung ist und zum Niederknien. Ich habe mich sehr auf diese Rolle gefreut, mir war aber auch von Anfang an bewusst, dass mir das einiges abverlangen wird, diese Rolle, und dass es ein ganz schöner Kraftakt wird. Lassen Sie mich runter! Ich bin Netflix wahnsinnig dankbar, dass sie mir das zugetraut haben. Und ich bin allen dankbar, dass sie diese harte Arbeit mit mir zusammen gemacht haben. Es war eine ziemlich krasse Erfahrung. Es war ein super intensives Jahr. Es ist wahnsinnig viel passiert. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Es war einfach eine total tolle Erfahrung, in diese Welt eintauchen zu dürfen für so einen langen Zeitraum. Und auch zusammenzuwachsen mit dem Team. Das war eine wahnsinnig schöne Zeit. Es war einfach eine sehr, sehr intensive und schöne Zusammenarbeit. Also ich bin nicht nur glücklich darüber, wie sie jetzt auf dem Screen wirken und dass sie die Richtigen sind für die Rollen, sondern auch über diese tolle, gemeinsame, kreative Zeit, die wir hatten. Und ich würde den Siegel der Binge-Watching-Garantie aussprechen.